So, unser letzter Halt ist das Fünf-Mädel-Haus. Das ist eine typische Ruhrpott-Wirtschaft, direkt um die Ecke hier von Zollverein. Und was es hier so alles gibt, das erzählt uns jetzt mal die Edith. Ja, also ich fange jetzt mal an, erstmal mit unserer Hausordnung. Das sind ja 24, 23 Punkte. Wichtigste ist Paragraph 12, ich nenne das jetzt mal Paragraph. Ja. Laber der Bedienung, kein Knopf an der Backe, wenn wir viel zu tun haben. Sonst erzählen wir uns gerne und euch alles. Ich erzähle gerne von der Speisekarte, wenn ich gefragt werde, vom Sauerbraten-Süppchen, von den Ruhrpott-Tapas, von der Ruhrpott-Lasagne oder von der Bratwurstschnecke oder von gebundenen, vom Schwein an indischer Soße. Was ist das? Ich habe gehört, es kommen auch noch viele Gäste von weit außerhalb. Wo kommen die Gäste denn überall her? Ja, jetzt muss ich überlegen, aber die kommen wirklich überall her, vor allen Dingen die Kölner. Die Kölner sind ja wirklich ein reisefreudiges Völkchen. Ja, von Berlin, von München, von ja wirklich aus dem ganzen Ruhrgebiet und weiter hinaus. Und Schweizer und die Busleute, die kommen, die Bustouris, ja, die kommen überall her, sage ich jetzt einfach mal. Die sind interessiert am Ruhrgebiet, Zeche Zollverein, und gucken sich hier wirklich die Villa Hügel, die gucken sich hier alles an, kann ich jetzt von Essen nur sagen, viele Sachen. Ja, und ich kriege auch immer wieder mit, wie begeistert die von allen Sachen sind, die sie hier erleben können. Also sogar so eine richtige Pilgerstätte. Ja, ist wirklich. Ja, 2010 war ja ganz schlimm, sage ich jetzt mal so, im positiven Sinne. Ne? Wir haben hier ja jeden Tag 2, 3 Busse gehabt. Wie wir es geschafft haben, weiß ich nicht mehr. Aber wir haben es ja geschafft. Und die kommen ja auch wieder so nach und nach, jetzt Gott sei Dank. Nicht alle so auf einmal. Jetzt habe ich gerade gesehen, hier liegen so ein paar Kohlestückchen auf dem Tisch. Edith, was ist das? Ja, das ist unser Kohlebrot. Ich will jetzt nicht sagen unser berühmtes Kohlebrot, aber ich habe damals meine Tochter gefragt, Marlies, ich brauche was Schwarzes auf dem Tisch. Die hat in der Sterneküche gelernt und sie sagt nur, Mama, nimm doch Sepia-Tinte. Was hast du jetzt wieder vor? Ja, und seitdem haben wir Kohlebrot auf dem Tisch und das hat uns hier auch so ein bisschen angeschoben. Kohlebrot, Mutterklötze stehen hier am Tisch. Ne, die wir ja hier aus dem Stollen rausgeholt haben, hat Grubentuch. Also wir kriegen dieses Ruhrgebiet, unsere Highlights hier, schon ganz gut vor der Tür. Zwischen Ruhr und Hemmschar, da liegt eine Stadt, die viele Gesichter und tolle Menschen hat. Perlendes Ruhrgebiet und Schlag an der Ruhr. Vom Wallenein bis zum Verein, nette Leute, leben wir.